Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von dem kleinen Projekt Heritage. In der ersten Episode waren wir so weit stehen geblieben, dass wir in der O einen Schlüssel gefunden haben. Und, falls ihr euch wundert, ich musste das Ganze nochmal von vorne spielen, weil ich nach der Aufnahme aus Versehen auf ein neues Spiel gegangen bin. Das erklärt auch, warum ich jetzt hier das doppelt habe. Das ist ein Spielebug. Und von daher muss ich das jetzt alles nochmal machen. Aber ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm ist. Es geht am Ende schnell. Benutz mit. Achso, nee, da war ja bloß eine Notiz drin. Jetzt habe ich das doppelt, ja. Genau mit der O. So, und ich war ja jetzt schon hier oben, ne? Was machst denn du, ey? So, und da steht nämlich drinne in der Datei, in den Text hier, dass mir in den... Ich habe das ja letzte schon gespielt, aber da habe ich die Aufnahme verkackt. Und daher weiß ich, das ist hier drinne die Notiz in diesem Buch. Den markierten Text kopiert, also aufgeschrieben oder was. Physikbuch. A point in space wouldn't cast any shadows. Ja, hier habe ich auch schon ein bisschen weiter gespielt. Das ist hier draußen. Da werde ich euch schon gleich mal verraten, woran ich das erkannt habe. Am Ende ist das gar nicht schwer. Wir sind ja jetzt solche Symbole hier überall. Eigentlich ist es nicht schwer. Die Rätsel, das mag mit der Physik oder mit der Geometrie zu tun haben, aber eigentlich braucht ihr nur diese Wörter Point oder Dot oder Line, 3D-Objekt, ihr braucht nur diese Wörter. Der Rest interessiert kein Schwein. Oder halt bei diesem Text halt jetzt, was der Punkt macht oder was jetzt der Schatten macht. Als erstes brauchen wir gar nichts, weil der Punkt tut keinen Schatten durchbrechen irgendwie. Also leer lassen, weil unten in den Ding waren ja Symbole auf dem Schloss. Dann kommt eine Linie. Dann in Dot, also im Punkt. Dann müsste wieder eine Linie kommen und dann ein 3D-Objekt. Also Linie, Punkt, Linie, 3D. Was ist denn da bestimmt? Linie, Punkt, Linie, 3D. Ne, das ist falsch. Ah, wie hab ich das gemacht? Ich hab das auch so von gemacht. Ihr braucht am Ende bloß euch die Wörter raussuchen. Oder kommt da doch ein Punkt hin? Oder kommt doch der Punkt? Also Punkt, Linie. Punkt, Linie. Schatten 3D. Punkt, Linie, Punkt. Punkt, Linie. Nee, das ist uns zu viel. Nee. Oder Linie. Punkt, Linie, Schatten 3D. Nee, Uni, hä? Wie hab ich denn das gemacht, ey? Wie hab ich das gemacht? Linie, Punkt, Linie, Schatten 3D. Das hatte ich doch aber gerade. Linie, Punkt, Linie, Schatten 3D. Oder Linie, Punkt, Schatten 3D. Uni. Was ist denn hier die Lösung, ey? Vorne habe ich es mit Anhieb rausgerissen und jetzt krieg's gar nicht raus. Mist, ey. Oder erst 3D und dann Schatten.
kann vielleicht irre sein. Nee. Einfach Horden. Jetzt, Punktlinie, Schatten 3D. Genau, so hatte ich das von auch gehabt. Diesmal hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, ne? So, wir haben einen kleinen Mäher und einen Vorschlaghammer. What is this? Use. Ein versteckter Keller. Genau, da kommt das tolle Ding hier. Ja. Überall Gitter. Hier sieht man den Raum schon. Aha. Jetzt haben wir hier einen Keller im Versteckten. Jetzt gehen wir mal auf den Dachboden. Hier. Hier. Genau, hier ist ja diese Wand noch. Genau, der hat jetzt die Wand eingeschlagen. So, da haben wir hier einen Hypercube und noch einen Zettel. Da und hier oben. Cardboard boxes, old stuff, maybe there's something useful here. Und da zeigt hier. Das bezieht sich jetzt auf die Kellertür, die wir jetzt gefunden haben. Was? Hier quatscht einer. Na, hier ist auch noch ein Zettel. Needs a key. It's stuck. It has some scratches as if someone wanted something from within. Desperate, was weiß ich. Keine Ahnung. Hier ist nicht. Gut, wir haben jetzt aber hier noch ein. Sowas hier. Kein Plan, was die damit meinen, irgendwie eine fünfte Dimension ist hier darin erwähnt. Und das hier bezieht sich ebenfalls auf die Kellertür unten. Aber genau, ich hatte es vorhin zwar übersetzt hier, aber ich war vorhin schon mal hier. Aber da bin ich aus Versehen auf ein neues Spiel gekommen und deswegen muss ich das nochmal machen. Ach nee, ein Kreis auf unserer sichtbaren Dimension. Unten bin ich jetzt. Und Zeit, keine Ahnung, ist logisch korrekt zu denken, dass die fünfte dimensionale Objekt kann reflektieren den Schatten. In unsere Dimension. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt nur grob übersetzt. Ich weiß es nicht. In der fünften Dimension können wir sehen alle. Was heißt denn jetzt Lover? Ist das unten oder oben? Unteren Dimension, sag ich jetzt mal. Kannst du sehen, die Vergangenheit oder die Zukunft? Ja, das, wie gesagt, das ist für den Keller unten. Aber kein Plan, was ich noch machen muss.
das auch hier. Ich denke mal, das ist eher die Lösung. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So, und das hier ist ähnlich wie, wann haben wir hier den Hypercube? Mit die Symbole hier. Das ist ähnlich wie unten im Garten. Da haben wir hier den langen Text und wir brauchen hier bloß drei Wörter. Hier steht nämlich drin, hier geht es ebenfalls um eine fünfte Dimension irgendwie. Und irgendwas mit die Zukunft reflektieren. Man kann. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe das vorhin übersetzt. Ich. Hier steht da irgendwie. Objekte ohne rotieren, ohne drehen. Ja, ist egal jetzt. Ich kann das eh jetzt so nicht übersetzen. Zumindest nicht alles. Wichtig ist, wir brauchen die drei Wörter Reflexion. Als Reflexion brauchen wir. Natürlich muss man erstmal den Text im Deutschen jetzt erstmal übersetzen und wenigstens bisschen verstehen, was damit gemeint ist. Und hier unten wird es ja auch noch mal irgendwie angezeigt. Geplant jetzt. Genau hier. Siehst du, was mir gerade auffällt? Hier ist so in. Das ist die Reflexion. Ist damit gemeint. Das ist das Objekt. Das brauchen wir. Also wir brauchen Reflexion, Objekt und zum Schluss Energie. Das hier ist der Energie. Das Energie. Ne, das ist so rum, fängt das an. Objekt? Nee. Wie fängt das jetzt an? Das drei ist wichtig. Reflexion, Objekt und Energie. Das Reflexion, Objekt, Energie. Vergangenheit, Gegenwart. Ja, ist jetzt egal, aber das drei ist auf jeden Fall. Weil, wenn ihr euch jetzt die Zeichnung angeguckt habt, haben wir hier das gleiche nochmal. Das ist schon richtig eingestellt. Deswegen ist so der Kreis dabei, weil das aussah wie ein Kreis. So, und hier brauchen wir. Ja, war das die Reflexion? Muss ich da mal probieren. Und das ist der Energie. Ne, das ist andersrum. Ah, scheiße. Hier geht kein Rechtsklick zum Zurückdrehen. Gut, da ist das die Reflexion. Und das ist das Objekt. Genau. Und so einfach ist das eigentlich zu verstehen. Wenn man die drei Wörter raus hat, erst einmal. Genau, da ist das Objekt. Ach so. Reflexion, Objekt, Energie. Und so leicht hat man das raus. Ich habe das jetzt vertauscht gehabt. So, wir haben jetzt ein Steel Ball, der gehört hier oben rein. Genau, der sitzt hier drin. So, und jetzt müssen wir das aber jetzt mit dem Keller irgendwie machen. Da muss ich wahrscheinlich raten, weil. Ich weiß nicht, wie die auf die Lösung kommen. Ich kann da bloß raten. Weil ich verstehe die Zeichnung nicht. Irgendwie. Das ist mir irgendwie wie chinesisch. Ach ja, da ich ja angefangen habe vorhin. Nochmal. Ich nehme mal die Taschenlampe mit. So,
Und jetzt muss ich das halt ausprobieren. Aber ich habe keine Ahnung wie. Ich habe echt keinen Plan wie. Das mit den Dimensionen habe ich mir aufgeschrieben. So, the cycle of our visible. Also der Kreis auf, aus was weiß ich. Sichtbaren Dimension. Und Zeit. Entschuldigung. Mal hochgehen. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich kann hier rannehmen.